Hey Freunde und willkommen zurück zu Batman Arkham Origins. Im letzten Part hatten wir einen kleinen Bosskampf, der anscheinend der epischste Bosskampf im ganzen Spiel ist. Wird mir bei meiner Flucht von hier helfen. Ja, genau, Fernlenkralle. Aber lass dir Zeit, hetz dich nicht, Batman. Denn mir wurde in den Kommentaren schon gesagt, ja, der Kampf war richtig geil, aber dann lässt die Story voll nach und ist für den Arsch oder so ähnlich. Okay, ich bin gespannt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, da kommt noch was. So, die Fernlenkralle haben wir. Jetzt müssen wir uns irgendwo... Mit diesem neuen Werkzeug von Deathstroke kann ich hier rauskommen. Da, genau. Zack und... Ich habe die Fernlenkralle... Jetzt habe ich sie. Alles klar. Ach so. Ach, wir... Okay. Alles klar. Alles klar, verständlich. Oh. Eine kleine Ballerina. Seilrutsche. Ach so. Okay. Gut. Wir lernen das neue Spielchen, Spielzeug ein wenig kennen und ich glaube, wir müssen jetzt... Oh, guck mal, da hinten ist was. Wie kommen wir da jetzt bloß hin? Gleiten? Das schaffen wir nicht. Ah, doch, da. Okay, und jetzt, gleiten wir und ich möchte jetzt... Autsch, oh Gott. Was? Klebt dich gerade wie Spider... Oh, Batman, du hast vergessen, dass du Batman bist. Oh Mann, er dachte, er ist Spider-Man. So, hier haben wir so ein kleines Enigma-Ding. Jetzt möchte ich aber gerne wissen, wie wir hier wieder rauskommen. Warte, wohin müssen wir denn? Wo kommen wir her? Oh nein. Komm schon rauf, jetzt mit dir. Zack. Und jetzt dahin, oder wie? Genau. Komm, hoch, hoch. Wow, wow, da. Oh, du Drecksack. Und wahrscheinlich macht er es gleich beim zweiten Mal. Beim zweiten Mal klappt es plötzlich. Als hätte er nie was anderes gemacht. Ach, wir müssen dahin. Ja, ach. Sag das doch. Und jetzt abspringen. Wie springt man ab? Mit B. Alles klar. Gut, wir sind hier. Hat sich alles erledigt. Hat sich ein bisschen verzögert, aber wir sind nicht draußen. Eher kommst du einer Nonne an die Unterwäsche als in diesen Raum. Den merke ich mir. Ich will so richtig spüren. Oh Gott, bitte hör auf. Wie du siehst, bin ich beschäftigt. Fröhliche Weihnachten. Und jetzt verpiss dich. Wie kann der sowas abbekommen? Das sind bestimmt umoperierte Pinguine oder so. Alfred, Pinguine mit Perücken drauf. Versuche über einen Mord bei den Lazy Towns zu finden. Die Polizei scheint gerade dort zu sein, Sir. Oh, und das ist interessant. Das Opfer soll anscheinend Black Mask sein. Black Mask tot? Bin schon auf dem Weg. Black Mask ist tot? Hey, dann macht es ja gar keinen Sinn mehr. Tür verschlossen. Wohin muss ich jetzt? Wohin muss ich jetzt? Jetzt ist die Tür verschlossen. Ach, guck mal, da hinten, oder? Ach, da kann er nicht rüberspringen, der Idiot. Okay, da müssen wir jetzt anscheinend... So. Rauf da. Und jetzt müssen wir... Ey, das Spiel, das... Die Tür ist verschlossen, aber... Ja, nein. Lass jetzt los da. Ach so, ich kam hier nicht hoch. Okay, jetzt haben wir's. Oh Mann, da ist eine Treppe, verdammt. Bitte lass es der Ausgang sein. Bitte lass es der Ausgang sein. Yes! Oh, yes. Okay, gut. Hier kann ich die Fernlenkralle einsetzen, die ich von Deathstroke habe. Oh, ja, Fernlenkralle. Ja, Freunde, das habe ich jetzt ein bisschen weggeschnitten, weil... Oh Mann, diesen Weg muss man erstmal wieder finden. Das war ja hier das reinste Labyrinth. So, hier können wir es mal einsetzen. Zack. Und jetzt kann ich da drüber balancieren. Ja, das kann ich. Ja, oh. Oh Gott, was machst du? Okay, gut, du machst alles Alfred, richtig. Lass das GCPD wissen, dass sie einen Blick auf die Final Offer werfen sollen, an den Dixon Dogs. Sie können Slade Wilson auf ihr einsammeln, zusammen mit einer ganzen Ladung illegaler Waffen. Noch ein anonymer Tipp, wird erledigt, Sir. Oh Mann, die Polizei freut sich über die anonymen Tipps. Und dann denkt sie sich, irgendetwas ist hier faul, irgendjemand... springt hier verkleidet als Fledermaus, nicht als Schmetterling herum und rettet die Welt. Oh, es ist bestimmt Batman. Bürger Gothams, Man. Eure Hilferufe wurden erhört. Wer ist das? Ich, Anarchy, die Stimme des Volkes, bin hier, um euch von der Seuche der Korruption, die unsere einst stolze Stadt befallen hat, zu befreien. Aha. Diejenigen, die wir wählten und anstellten, um unsere Freiheit und Sicherheit zu garantieren, krümmen keinen Finger. Warum sollten sie auch? Sie wurden gekauft und bezahlt, um wegzusehen. Ja, typisches Gequassel wieder hier. Die anderen sind alle doof. Beim ersten Licht des Sonnenaufgangs wird der Quell von Gothams Niedergang vernichtet. Oh, das klingt gut. Das heißt, wir werden jetzt zurück zu kämpfen. Eurem normalen Programm voller Propaganda und Konsummüll. Als ob heute Nacht noch nicht schon genug los wäre. Oh, Mann. Gotham City.
Da will ich leben. Da ist jeden Tag was los. So. Das ist der Ausgang, oder? Ich hoffe doch. Mann, 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 bis man den Ausgang gefunden hat. Huh. Jetzt kommen wahrscheinlich solche Profis wie, konzentriere dich mehr auf das Spiel. Ich habe mich konzentriert, ey. Ich sollte schnell zu den Lazy Towers, bevor die Cops alle Beweise an dem Tatort vernichten, den Pinguin erwähnte. Ich hatte gehofft, dass du kurz Zeit für mich hast. Was? Sind die Gegner? Oh, da oben. Gewalt, Gier und Rache. Aber es geht auch um Vergebung, um zweite Chancen, um Veränderungen. Oh, rede mit Anarchist. Ich habe drei Bomben in den korruptesten Ecken Gothams verteilt. Aber anders als die, die ich bekämpfe, Hey, ganz ruhig. Ich will nicht kämpfen. Ich habe nur eine Nachricht. Oh, schade. Anarchy sagt, wenn sie Geld abheben wollen, sollten sie sich beeilen. Ich entscheide aufgrund deiner Taten, was ich mit dir mache. Ein Schärfe, Anarchy, Bombe. Was? Wo ist die Bombe? Was stand da? Oh, da müssen wir hin. Komm. Und hoch. Ah, da oben auf der Karte steht ein A. Ich denke mal, dass wir da hin müssen. Schnell. Und drüber. Oh Mann, Geld hab ich, müssen wir gut. Und da ist ein Batman-Zeichen, alles klar. Da weiß ich jetzt schon mal ungefähr, wo wir hin müssen. Hopp. Es geht um Geld, Mann. Und um vielleicht ein Menschenleben, aber naja. Geld. Ah, nach oben. Irgendein Verrückter hat in der ganzen Stadt Masken aufgestellt. Die stören alle Signale. Masken? Komm jetzt aber hoch da. Oh, komm hoch da. Ah. Wieso kann er sich da reinhaken? Einheiten der Mordkommission. Ein 187 in der Bau. Officer vor Ort melden, dass das Opfer von einem Freudensturz zu sein scheint. Was? Fallakte geöffnet. Tödlicher Sturz am Jebel Plaza. Okay, gut. Wir sind ja ein richtiger Detective hier. Meine Güte. Komm, schnell, gleich haben wir's. Wenn es erstmal kein Geld mehr gibt, werden wir ein neues System haben. Ein besseres, in dem alle gleich sind. Wir setzen Konkurrenzdenken und Druck ein Ende. Wir werden uns nicht mehr gegenseitig an die Gurgel gehen. Okay. Und los geht's! Hier ist Batman! In dein Gesicht! Geld regiert. Yes! Das sagt man hier. Ah! Als legt einen auf an die Kette. Dieser Messertyp. Man ist an seinen Job gebunden, an seine Familie. Man muss das nächste glänzende Etwas kaufen, zu dem einen seinen überteuerten Fernseher verführt. Ich stelle mir nur vor, was wir tun könnten, wenn uns jemand davon befreien würde. Das schaffen wir nie. Was steht da? Das tauchte man so ganz kurz auf. Oh Mann, ich muss dich schnell besiegen. Komm schon. Der letzte. Alles klar. 37. Ich hab die Zeit ganz vergessen. Was? Zerstören. Komm schon. Yes. Einfach reingreifen, irgendwelche Drähte rausziehen und schon haben wir die Welt gerettet. Ich meine das Geld. Ein Problem. Ist mir nicht entgangen. Dieser Anarchie erwähnte drei Bomben. Es gibt also noch zwei. Oh ja, sehr schlau. Und ich bin sicher, das werden sie, Sir. Zack. Alles klar. Puh. Meine Güte, da unten sind immer noch Schläger. So, was geht jetzt ab? Wir müssen da hinten hin. Ah, ist nicht so weit. Gut. Das heißt, noch zwei Bomben finden. Ist das jetzt so eine Nebenmission? Wahrscheinlich. Tauchen einfach... Oh, kein... Nein. Kein Sturzflug. Oh nein, wohin fliege ich? Komm, hak dich rein, Kumpel. Ach, jetzt geht's da oben, oder was? Ich versteh's nicht. Na, komm. Uah, das war knapp. Hoch mit dir. Und jetzt auf die Brücke bitte. Jetzt klettert der da nicht mal hoch. Okay, das ist
Ah, jetzt geht's plötzlich. Komm schon, auf die Brücke. Hak dich in die Brücke rein. Okay. Dann halt nicht, Batman. Dann halt nicht. Mach, was du willst. Hak dich an die Brücke rein. Nein. Ach so, ja. Das geht ja nur hier. Ach so, ja. Ja, stimmt. Ich Idiot. Was? Augen? Was ist mit deinen Augen? Oh Mann, wir müssen da hinten hin, hä? War das nicht irgendwie eigentlich näher dran? Ach, die Brücke. Weißt du noch? Ja. Hier sind wir das erste Mal drüber geglitten. Gegleitet. Geglitten? So. Also, Black Mask ist anscheinend tot. Wir sind jetzt... Wegen den Bombenwarnungen wahrscheinlich von Anarchy. So. Das Ziel geht irgendwie immer weiter weg. Kann das sein? Ist das ein bewegliches Ziel? Ich komme da nie im Leben an. Oh Mann. Oh, was ist das denn jetzt? Das war alles gewollt. Das war ein Special Move. Da kann man runtergleiten. Runterrutschen. Und das ist ziemlich cool. Wenn es nicht gerade scheiße ist. So. Ah, da sind wir gleich. Die Corps müssten irgendwo eine Relaisstation haben. Wahrscheinlich ein mobiler Satellitenempfänger. Bestimmt auf einem Dach. Jupp, und zwar hier. Ah. Das ist die Polizei. Ach, die. Das sind korrupte Polizisten. Ja, erstmal den hier verprügeln. Ah, komm schon. Lass die Waffe bloß am Boden, ey. So, okay. Wenn ich mich nicht in den Polizeifunk einklinken kann, bin ich zu sehr im Nachteil. Ich sollte ihr mobiles Relais hacken. Na klar, das müssen wir auf jeden Fall hier so machen. Und jetzt Übertragung entschlüsseln. Ah, bop, bop, bop. Rubio, wie lautet Ihre 20? Auf dem Balkon für eine Fluppe mit Hemmenes. Diese Männer auf dem Balkon. Ah. Das könnte mein Weg hinein sein. Okay. Ja, der Drache leuchtet auch schon so auf. Ja, den Pinguin haben wir am Sack. Wird gern sehen, wie er sich da rauswinden will. Fingerabdrücke, zwei Tote. Der wandert in den Knast. Ja, und die Spuren... Es geht los! Ich wollte eigentlich beide gleichzeitig umbringen. Yes! Okay, alles klar. Huh. Hier rein? Ich glaube schon. Und jetzt sind wir... im... wo? In Lazy Towers. Okay, gut. Stufenanstieg. Ja, was machen wir hier noch? Okay. Klingen, Ducken ausschalten. Oh, das ist gut. Das möchte ich verbessern. Ich möchte klingen. Ich möchte wie ein Assassine hier herumlatschen. Okay. Erstmal ganz langsam, ganz easy. Feuerlöscher. Ah, okay. Detective-Sicht. Einfach mal zum Testen. Gut, weiter geht's. Das ist ganz schön hier. Wir müssen bestimmt hier rein. Ja. Und jetzt erfahren wir das Grauen hier. Black Mask wurde hier anscheinend umgebracht. Sionis Unterschlupf. Ist ganz heimlich hier. Alles untersuchen. Wie ein kleiner Sam Fisher. Die Polizei glaubt, dass der Pinguin Black Mask umgebracht hat. Aber warum sollte er mich hierher schicken, wenn er der Mörder ist? Das ergibt keinen Sinn. Da. Beweisscanner. Okay, Beweise wieder scannen. Ist es Black Mask? Die Morde sind schon Tage her. Das Feuer und die Umwelteinflüsse erschweren die Identifizierung der Opfer. Das männliche Opfer trägt eine schwarze Maske. Ich kann ihn nicht als Roman Sionis identifizieren, ja, ohne eine DNS-Analyse durchzuführen. Was ich hier nicht kann. Hallo. Moment mal, Engel? Ich kann das weibliche Opfer anhand der Fingerabdrücke identifizieren. Tiffany Ambrose, Roman Sionis Freundin. Okay. Ist eine von ihnen. Sie war kein Engel. Langes Vorstrafenregister. Aber nichts lässt vermuten, dass sie das Ziel war. Ja, Two-Face hat einen Engel und, so einen Teufel. Das Feuer entstand durch einen Molotow-Cocktail, der in den Raum geworfen wurde.
Vielleicht sollten so Beweise vernichtet werden. Aha. Oh, Pistole, Pistole, Pistole. Da war eine Pistole. Eindeutig. Jemand hat ihn erschossen. Aber wer? Die flache Flugbahn der Kugel weist auf einen Schützen von etwa Pinguins Größe hin. Aber die Rillen im Boden legen nahe, dass sich der Schütze in einem Stuhl zurückgelehnt hat. Okay. Diese Kugel stammt aus einem Revolver. Die ballistische Analyse deutet auf eine flache Flugbahn hin. Der Schütze hat in etwa die Größe des Pinguins. Doch den Schießpulverrückständen zufolge wurde die Kugel von einem auf dem Boden liegenden Schützen abgefeuert. Ja, Batman, du solltest weniger Detective Conan gucken. Diese Fingerabdrücke sind die des Pinguins, aber sie sind oberhalb des Rußes von dem Feuer. Die Cops haben recht, der Pinguin war hier im Raum. Aber diese Abdrücke beweisen, dass er erst nach den Morden hier war. Wenn er Black Mass nicht getötet hat, wer dann? Das Einzige, was ich sicher sagen kann, ist, dass Tiffanys Mörder auf dem Boden lag. Aber wieso? Tiffanys Mörder lag auf dem Boden, weil er vom Boden essen wollte und beweisen wollte, dass es so sauber hier ist. Nein? Okay, ich hab's versucht. Dann sag mal, diese weißen warum. Streifen hier sind Schuhcreme. Tiffanys Mörder wurde über den Boden geschleift. Außer den Opfern waren noch zwei weitere Leute hier. Tiffanys Mörder und wer auch immer ihn davongezerrt hat. Die Position, aus der das männliche Opfer erschossen wurde, verrät vielleicht mehr. Aha. Diese DNA-Spuren passen zu keinem der beiden Opfer. Zu wem gehören sie? Deathstroke. Der Kampf begann, als jemand den Schützen erschreckte. Schwer zu sagen, wer gewonnen hat. Es könnte jeder von beiden sein. Ich sollte mir die Beweislage nochmal ansehen. Vielleicht erfahre ich noch etwas über den Eindringling. Ja, wir sind bei 72%. Moment, folge der roten Spur, während du dich durch Rekonstruktionen arbeitest. Okay, genau. Der roten Spur folgen? Wo ist die rote Spur? Oh, da ist die rote Spur. Oh, da ist die rote Spur. Da ist die rote Spur. Ja, kann ich den scannen? Aha! Laut der Gewebeanalyse trug der Eindringling einen weißen Anzug oder eine Sportjacke. Black Mask. Mit dieser Stoffprobe könnte ich den Eindringling identifizieren. Aber ich weiß immer noch nichts über den Mörder des männlichen Opfers. Einen Bereich habe ich noch nicht untersucht. Und die Küche. Genau hier. Das ist die DNA des weiblichen Opfers. Der Oxidierung zufolge ist sie schon mehrere Tage dort. Wenn ich mir die Beweislage nochmal ansehe, finde ich vielleicht heraus, was sie tat, als sie angegriffen wurde. Die Beweislage, okay. Ah, rote Spur. Ja, das da. Hier. Fallaktenbericht. Ach so. Untersuchen. So, was geht jetzt ab? Aha. Als aktuellen Missionsziel? Ja, habe ich ja gerade. Okay, Moment mal. Was fehlt mir noch? 90% sind wir. 90% haben wir. Was müssen wir jetzt machen? Oh Mann, passt man einmal nicht auf, ey. So. So, der Winkel. Genau. Zurückspulen. Da! Siehst du? Ein Smartphone. Sie schrieb mehrere SMS an Roman Sionis über jemanden namens der Joker. Der Joker, wer ist das denn? Black Mask wurde umgebracht.
Aber das geschah schon vor mehreren Tagen. Und ich habe ihn heute Nacht noch gesehen. Alle meine Antworten werfen nur noch mehr Fragen auf. Wer ist der Joker? War er der Schütze hier? Oder ist er einer der Killer? Ich habe eine Leiche, einen unbekannten Schützen und einen Angreifer, der den Schützen überfiel. Ich muss die DNA-Proben mit der Nationalen Verbrecherkartei abgleichen, um herauszufinden, wer im Raum war. Okay. Das klingt nach einer Menge Spaß, glaube ich. Ich brauche Zugriff auf die Nationale Verbrecherkartei. Nun, dafür müssten Sie wohl in das Gotham City Police Department einbrechen. Okay. Dann ist das mein nächstes Ziel. Sir, dafür müssen Sie sich persönlich in die Server hacken. Wenn Sie so etwas Törichtes tun wollen, brauchen Sie eine starke, nicht tödliche Waffe. Ich rate Ihnen, den Erschütterungszünder hier abzuholen. Keine schlechte Idee. Der Erschütterungszünder. Niemand von Bedeutung. Alles klar, der Joker. Oh Mann. Kann es sein, dass der Joker irgendwie in jedem Teil der Bösewicht ist? Also der Mega-Bösewicht. Aber wir lassen uns mal überraschen. Was hat der Joker wirklich hiermit zu tun? Und... Ah! Was ist das denn? Das ist ein Typ in einer Dose. Eigentlich nicht hinterm Schild, aber der sah aus wie ein Typ in einer Dose. Was ist dein Problem? Angriff aus der Luft. Ah. Yes! Okay, verstehe. Jetzt haben wir ihn. Alles klar. Angriff aus der Luft. B und dann AA machen. Okay. So. Fliegen wir zurück. 8-2. 8-2, bitte kommen. Bieten zur Verfügung. Okay. Delta 4-4. Können Sie Delta 8-2 erreichen? Ja, ja, Delta A2 muss jetzt aber einen Schnitt machen. Wir haben jetzt 27 Minuten ein bisschen rausgeschnitten, aber es macht schon Spaß, da ein bisschen zu Bäuerchen machen. Ein bisschen Detective zu spielen. Mal schauen, wie sich das Ganze noch entwickelt. Bis jetzt macht es immer noch Spaß und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dann, Freunde. Euer Holly.